sonst niemand von KW. Wo ist der Shepard? Nirgendwo. Ja, wo ist nur der Herr Shepard? Mein Name ist Herr Adams. Halten Sie bitte Abstand. Das ist nicht der, das ist Herr Adams. Was ist nicht der Shepard. Richtig. Ein bisschen weiter. Zweite Mal, dass jemand einen Bandana im Gesicht hat. Wir suchen den Herr Shepard. Maske ab, sonst Knast. Oder war. Ist weg. Hut ab, sonst Knast. Wieso Hut aus? Sie haben doch auch einen Hut an. Wenn Sie nicht meine Autorität in Frage. Der will meinen Hut. Hat Felix Ihr Hut? Ja. Dienstausweis. Einfach. Ich will Ihren Dienstausweis. Können Sie gerne haben. Nicht Ihren. Bitte schön. Seinen. Nummer 81. Das ist mein Kollege Herr Adams. Okay, warte. Ich hab den Dienstausweis. Und jetzt? Von beiden. Ja, glaub, das ist richtig. Ja, genau, das ist richtig. Ich brauch beide. Ja, der Kollege hat mir seinen gerade gegeben. Richtig. Hallo. Hallo. Ah. Aber jetzt nicht die... Wieso haben Sie keine Abteilung? Oh, danke. Ja, bis später. Oh, danke. Ah. Was sagt denn? Warum ärgert die immer? Weiß ich nicht. Achso. Puh. Was geht? Der Herr Adams? Ja, ich leg mich auch immer so vor zwei Polizisten. Hast du den Herr Adams seinen Ausweis nur schon gesehen? Nee, der will mir seinen Ausweis nicht geben. Ja. Es herrscht aber eine Ausweispflicht bei dem Polizisten. Ich bin gerade nicht im Dienst, also... Warum tragen Sie dann... Diesel 14, der du gerade drin sitzt, aber ist okay. Können wir dir mal Feuer unter Arsch machen? Wow. Herr Feuer, habe von mir auch gestreamt. Chat war leer, man darf nicht die Motivation lassen. Dann fange ich wieder an und man darf einfach die Motivation nicht verlieren, wenn man Lust hat. Definitiv. Nee, ich trinke keinen Kaffee, aber... Kommt man. Gut. Und sonst bei Ihnen? Wie geht's Ihnen? Marina, ich glaube, da redet mit ihr. Wir haben Eichhörnchen überfahren. Haben Sie das? Ort, okay. Notiert. Mir geht's nicht so gut. Was haben Sie noch gemacht? Aber ist nicht so schlimm. Ich habe das Eichhörnchen wiedergefunden. Es hat mir ins Gesicht geblutet. Ins Gesicht geblutet? Aha. Haben Sie denn ordnungsgemäß bestattet? Da. Wir haben das an den Seitenrand gelegt. Damit die Krähen das auffressen können, damit die Krähen auch was zu essen haben. Ich dachte, okay. Wir haben das liegen lassen, dass es einfach nur wieder weglaufen kann. Psst. Achso, okay. Da haben die Krähen auch was davon. Achso, aber das Ganze darf ich jetzt hier so nicht sagen. Eindeutiger Fall, oder, Kollege? Eindeutig. Ja. Und die Dame ihre Stimme nicht unter Kontrolle hat. Sie denkt sich flüstert, aber ich höre sie trotzdem noch. Ja, ist richtig. Aber kann man das ist lautes Flüstern. Manchmal so, ich habe manchmal so das Gefühl, das ist nicht so die hellste Leuchter im Kronleuchter. Was ist los? Was ist das, los? Das war jetzt aber nicht nett, Herr. Da war der Beweis, sie hat es nicht verstanden. Ja. Hä? Meine Worte. Ich wiederhole es nicht nochmal, aber sie verstehen, was ich meine, ne? Nochmal, ich habe den nicht verstanden. Ich würde ihn auch checken. Nee, alles gut. So, was haben sie denn jetzt mit der. Jetzt mal ernsthaft die Dame. Wie können Sie mich denn mit Herrn Adams verwechseln? Der hat nie eine Mütze auf. Außerdem hat der Adams eine Glatze. Ich kenne noch den Herr Adams gar nicht. Den haben sie bestimmt schon mal gesehen. Ja, bestimmt. Du hast eine Mütze auf, bei dir sieht man nicht, was du für Haare drunter hast. Ich kenne nur den Parker, den Akahori, den Shepard, den Briggs kenne ich, den Herr Bourreau kenne ich. Du kennst den Herr Shepard. Den Herr Ist ja lustig, dass der Shepard vor Ihnen steht und Sie ihn nicht erkennen. Das ist halt immer sehr amüsant. Und der Herr Morgan kenne ich. Mäuschen, zuhören. Ich kenne keinen Herr Adams. Was? Ja, ist lustig. Also Sie sagen, Sie kennen Herrn Shepard. Ja. Ja, ist aber mehr. Bei dem nie mehr. Warte. Noch nicht verraten. Was hat denn der Herr Shepard für Merkmale? Woran würdest du den denn erkennen? Hat eine goldene Uhr. Wir reden immer über Pusteblumen und Kleistersoße. Was für ein Ding? Pusteblumen. Ja, Pusteblumen kenne ich, aber das andere nicht. Kleister. Herr Adams, was meint die junge Frau? Weiß ich nicht. Aber wie gesagt, Herr Shepard trägt immer eine goldene Uhr, eine schwarze Sonnenbrille und eine tiefe Mütze.
Der Herr Adams? Der Herr Shepard. Der Herr Shepard. Na, macht's Klick. Nee. Guck dir doch mal den Herr Adams. Wie gesagt, genau nochmal, wie gesagt, ich wiederhole meine Worte zwar nicht, aber nicht die hellste Leuchte im Kronleuchter. Mäuschen, guck dir doch mal bitte den Herr Adams genau an. Was hat er denn so Auffälliges an, was zum Beispiel Marcel nicht hat? Er hat graue Haare. Quatsch. Aber wenn der Herr ja Haare hat, das kann es ja schon mal nicht Herr Adams sein. Ja, das war ja ein Spaß. Nee, was ist das? Es wurde ja gerade eben ein Indikator. Das ist eher genannt, so braun, ja. So braun würde ich sagen. Eben, ja, so war zu, es wurde ja eben schon gesagt, der Herr Shepard trägt oft eine goldene Rolex. Eine Sonnenbrille und eine tiefsitzende Mütze. Der Herr Shepard kann sich eine Rolex leisten? Ja, das ist keine Rolex, das ist so eine Technoausgabe. Bestimmt nicht. Alles original. So wie der immer bei den das ist, ACLS bezahlt, da kann das keine echte Uhr mehr sein. Das kann das sich niemals leisten. Die habe ich ja auch geschenkt bekommen von Herrn Down für außerordentliche Leistungen im Polizeidienst. Und das soll ich dir glauben. Die Wahrheit. Fragen Sie ihn. Ich habe den seine Nummern. Ja, schreiben Sie ihn eine SMS. Der würde ihn da bestätigen. Wussten eigentlich, die Polizeibewerbungen sind wieder offen. Oh. Ich kann Praktikum machen. Nein. Ich muss das nochmal einen Turnus weiterschieben. Ich werde jetzt Polizist. Ich krieg das gerade nicht hinterher. Einfach. Das würde ich sehen. Ich bin jetzt im Dienst. Nein. Okay. Wenn du Cop wirst, bei deinen. Was. Nee. Das, du brauchst dich, glaube ich, gar nicht bewerben. Weil, so wie ich gehört habe, hast du schon wieder eine Akte, die von hier bis Meppen geht. Die eigentlich schon fast dafür sorgt, dass du eigentlich schon beim nächsten Mal im State sitzen solltest. Ja, die wird ja auch noch länger, die Liste. Jetzt ist ja noch was Offenes eigentlich. Ist ja noch was offen bei Ihnen. Ja, also ich müsste der Dame normalerweise noch ein Ticket fürs Falschparken ausstellen. Wo habe ich denn falsch geparkt? Ja, als sie meine Fahrradtür des Polizeiwagens... Das war ja, da hast du ja genauso falsch geparkt, weil da nämlich kein Parkplatz ist. Ich habe mich ja nur dahingestellt, wo sie auch geparkt haben, damit ich nicht falsch parken und kann. Und gerade du solltest dann wissen, wie die Parkordnung auf dem Hof ist. Dann parken sie ungefähr 10 cm ran an meinem Auto. Ja, das war nicht beabsichtigt, da habe ich nicht nachgedacht. Ich wollte mich eigentlich so voll süß mit dem Auto neben ihr Auto stehen, aber das ist dann nicht so gekommen, wie ich das gedacht habe. Das passt nicht so gut. Das habt ihr halt neben einem Panto, der pink ist. Ja, das sollte voll süß ausschauen. Also sie haben ja auch, also ich habe, mein Wagen hat ja auch was auf dem Dach, nennt sich Licht. Aber sie haben halt Koffer. Ja, Schminkkoffer. War viele Schminkkoffer. Und Abschminktücher. Bisschen Kleidung. Du hast einen Koffer für Bikinis Schminke, so. Einen Koffer für Bikinis, einen Koffer für Abschminktücher. Einen Koffer für Schlüpfer. Ach so. Den habe ich gefunden, ja. Müssen die oft gesetzt werden. Du sollst da nicht reinschauen. Ja. Ach so. Was? Ich musste doch gucken, wo der die draufgepackt hat, was da alles drin ist. Und Tampons, falls die Nase wieder zu ist, dann kann man da Tampons hin tun, dann hält die Nase und dann läuft die nicht, wenn man krank ist. Tampons sind auch gute, ist auch gutes Zundermittel, ne, zum Feuer machen. Echt? Das habe ich noch nicht aufgehört. Ja. Nehmen Sie einen Tampon, packen Sie ihn aus und reißen Sie ihn ein bisschen auseinander, dass es ein bisschen lockerer wird. Und dann können Sie es als Zunder benutzen. Ja, oder Sie hängen den Tampon an die Einkaufstüte, dann weiß jeder, dass das eine Frauentüte ist. Aber Herr Adams, bitte. Ich glaube, die hat das immer noch nicht hingekriegt, oder? Nein. Steht er da noch, dass er die Dame heiraten wollen? Wir wollten den Herrn Shepard suchen, komm. Der steht hier, verdammt nochmal. Ich sehe den Herrn Shepard nicht. Der Typ mit der goldenen Uhr, mit der Mütze und der dunklen Sonnenbrille. Wo? Herr Shepard! Hallo. Er sitzt ja auf dem Auto. Ja. Hier, hallo. Ja, ich. Rückbank. Hi. Rückbank? Ja, ist halt dunkel, ne? Sieht man halt nicht. Vielleicht ist er im Kofferraum. Ernsthaft? Ich kann da nicht durchschauen, das ist so dunkel. Mal hier vorne. Ja. Nee, da sitzt keiner. Nee. Der hat ja gerade den Kopf eingezogen. Richtig. Warum dürft ihr aber überhaupt mit verdunkelten Autoscheiben fahren? Damit wir undercover sind. Achso.
Damit der Herr Shepard nicht gesehen werden kann. Richtig. Versteckt er sich? Richtig, vor irgendwelchen Stalkerin. Der versteckt sich so offensichtlich. Ich glaube, du wirst den Wald vor Bäumen nicht sehen. Der versteckt sich vor meinem Pusteblumen. Richtig. Und dem Kleister. Und die Kleister. Erik. Ja. Eine Brennfackel, Tankstelle ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Ja, mir ist kalt. Ich brauche ein bisschen. Ich habe gehofft, dass das als Erleuchtung fungiert. Nee, das klappt aber nicht. Mal sehen. Ja. Also, geht ja Licht auf. Gut, dass sie kalt brennen. Und sie wollen die Dame heiraten, ja? Sind Sie sich da sicher? Irgendwie geht das ganz schön in die Runde. Ja, das hast du mir per SMS geschrieben. Warum sind sie so groß auf einmal? Sind sie größer geworden? Selbstverständlich. Das Fruchtzwerge. Er? Ja, der ist auch Fruchtzwerge. Ja, sehen Sie mal. Das ist komisch. Hm? Herr Adams, auf ein Wort. Bin ich Herr Adams, bin Herr Shepard. Ich weiß. Herr Shepard! Wir haben Herr Shepard gefunden. Also ich habe jetzt für jede Minute, die verstrichen ist, bis es gecheckt worden ist, einen Strich gemacht. Das sind jetzt, glaube ich, fast 10. Hm. Wo der sich zwischendurch schon geoutet hat, ne? Der hat schon zwischendurch gesagt, dass das der Herr Shepard ist. Ich glaube, der Herr Shepard hat eine gespaltene Persönlichkeit. Natürlich, bestimmt. Soll ich mal einen Medic rufen? Ne, brauchen sie nicht. Hast du gewusst, dass er sogar verheiratet ist? Das ist richtig. Wer ist verheiratet? Ich bin verheiratet. Sie täuschen mich. Was? Was? Das heißt, glaube ich, sie enttäuscht mich. Was? Also sie haben ja hier den Erik an ihrer Seite, ne? Vielleicht kann er ihnen auch ein bisschen Nachhilfe und Allgemeinbildung geben. Ich habe keine Allgemeinbildung. Merkt man nicht. Ich habe das schon probiert, das ist quasi... Oh, doch. Ich weiß, wo Mexiko ist. Das ist, Herr Shepard, das ist ungefähr so, wie wenn du einer Band versuchst, Skat beizubringen. Hm. Haben Sie Ihr Handy? Ja, das ist wie wenn man der Bahn beibringen möchte, sie, pünktlich zu kommen. Googeln, müssen Sie googeln, so eine Karte... Das ist doch ungefähr so, wie wenn du ein Porno im Radio angucken willst. Klingt zwar super, aber das Bild ist scheiße. Ich google jetzt eine Karte von der Welt. Sie sehen das, ne? Ja, natürlich. So, und jetzt zeige ich da drauf. Da rechts ist Mexiko. Und da oben, da ist Südthailand. 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 Ja. Und wenn man da hochgeht... Können Sie mir mal Nordafrika zeigen? Ja, das ist hier. Ach so. Aber das muss weiter, Nordafrika ist ein bisschen weiter untergelegen, das ist eine Seltenheit, deswegen, da war ich auch schon dreimal. Ach so. Das ist eine Seltenheit. Ja, natürlich. Da gibt's auch Pinguine. Warst du schon wieder? Und da oben, da ist der Nordpol. Ach so, ja. Können Sie mir mal den Südpol zeigen? Ach, da leben Giraffen. Können Sie mir mal den Ostpol zeigen? Der Ostpol, der ist hier drüben. Ach so. Aber ist der Nordpol nicht unten und der Südpol ist oben? Nein, weil die Giraffe und die Pinguine haben die Seiten getauscht. Ach so. Damit sie die Köpfe nicht hängen lassen. Und wo wohnt die Eisbären? In Südthailand. In Südthailand. Auf der Kohleinsel. Das ergibt logischerweise Sinn. Natürlich. Und da unten, da ist Mexiko. Und da in Mexiko... Da ist die Hasen- Mäuschen. Und die Katzeninsel, ja? Halt mal die Luft an. Wo ist San Andreas? Mäuschen? Du darfst wieder atmen. Was? Gut. Ja, die ist schon blau angelaufen. Hast schon Sorgen. Nee. Was haben Sie gefragt? Der parkt jetzt da nicht auf dem Behindertenparkplatz. Da dürfen Sie nicht parken. Aber auf zwei Behindertenparkplätzen. Da dürfen Sie auch nicht halten. Vor allem braucht er zwei Parkplätze. Ich park da aber auch immer. Ja, da, also mit dem Panto kannst du auch auf zwei. So. Ist ja dann stehst du ja trotzdem nur in einem. Weißt du, soll ich dir dann nochmal die Hasen auf dem Hof zeigen? Ja. Wo kommen denn die Elefanten her? Aus dem Bauch. Aus dem Bauch. Kann dir einen zeigen, bis du einen sehen. Wer denn? Rock 135. Lass mal reinschicken, glaube ich. Rock 135. Also so, unterstrich Rock 135. Oder drückst einfach unten auf den Stream
Drückst einfach unten auf den Stream, auf KW.com bei mir und dann guckst du einfach durch. Aber ihr wolltet doch... Ganz einfach. Und jetzt nicht mehr. Ja. Mhm. Wo kommen die Schildkröten her? Aus dem Ei. Aus dem Ei. Das ist sogar Panzer richtig. Quasi. Hä? Aus dem Panzer. Der erste grüne Punkt. Schildkröten kommen wirklich aus einem Ei. Das ist die gar kommen nicht aus Eiern. Also Herr Shepard, jetzt bin ich ein bisschen... Muss ich mich jetzt mal hier Stellung beziehen. Freunde. Da gucken sie wegen meiner Schlauheit. Auch ein blindes Huhn will ich mal einkorten.